Ja, hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Dieter, und tja, womit melde ich mich? Natürlich wieder mit Jurassic World Alive. Ich möchte heute mal nochmal auf das Arena-System so ein bisschen eingehen und auf die Frage, ob man ohne Geld zu investieren irgendwann einen Stillstand erleidet. Das heißt, dass man irgendwann halt nicht mehr weiterkommt. Und das sehe ich momentan, sehe ich das selber. Also ich habe jetzt ein Level erreicht. Ich bin selber Level 8 und bin im Arena-Level, glaube ich, jetzt auf 7 oder 8. Nee, auf 7 müsste ich sein. Und ich merke langsam, jetzt stoße ich an meine Grenzen. Denn ich hatte vorhin einen Arena-Kampf am Laufen. Ich habe auch mitgeschnitten. Leider hatte ich das Mikrofon nicht an, so dass man mich, obwohl ich 15 Minuten lang gequasselt habe wie ein Blöder, leider nicht verstehen konnte, da ich vergessen hatte, mein Mikrofon anzustellen. Kann passieren, passiert auch mir. Aber das ist jetzt nebensächlich. Wie man sieht, ich kann ja ein neues Video aufnehmen. Wie gesagt, darauf einzugehen, wie es ist, wenn man nicht weiterkommt. Ich habe jetzt meinen höchsten Dino, das ist der Velociraptor, den habe ich jetzt auf 17. Um den auf 18 zu bekommen, bräuchte ich 4000 DNS-Stränge, was ja nicht gerade unerheblich ist. Ich habe den gestern erst entwickelt auf Level 17 und ich habe, glaube ich, drei oder vier Velociraptoren bisher wieder gehabt, bin dadurch jetzt auf 467. Da könnt ihr euch schon mal ausmalen, wie lange das dauert, um auf diese 4000 zu kommen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich diese Gold-Dino Münzen, um halt seinen Dino weiterzuentwickeln. Ich bräuchte jetzt 20.000, habe aber nur 15.600 und ich kann auch nur eine begrenzte Anzahl am Tag sammeln. Ich kann also nicht 10 oder 20.000 sammeln, sondern das sind nur 3 bis 4.000 auf meinem Level, soweit ich weiß. Und von daher sind natürlich Grenzen gesetzt. Und wenn man sich dann die Dino-Goldmünzen kaufen möchte, also ich bräuchte auf jeden Fall den Tresor, das sind 250.000 von den Münzen, kosten 4.500 von diesen Dino-Dollarn. Und um das zu erreichen, bräuchte ich auch den Tresor voller Dollar. Und der kostet 55 Euro. Ich finde, 55 Euro ist eine Stange Geld. Und damit ist es ja nicht getan. Also das ist ja noch nicht das Ende der Stange. Dann geht es ja noch weiter, weil auch diese 250.000 sind ziemlich schnell weg. Wenn ich mir bedenke, dass ich jetzt auf Level 17 schon 20.000 von diesen Gold-Dino-Münzen bezahlen soll, dann denke ich, dann wird es auf Level 18 eventuell 30.000 sein, dann kommen wahrscheinlich 40.000 und irgendwann 50.000. Ich weiß nicht, ob es da irgendwo auch ein Ende gibt, wo sie sagen, okay, bis dahin und nicht weiter. Aber ich kann mir dann das nicht vorstellen, weil das Ziel, das Game spielt ja auch Geld in die Kasse und die wollen ja auch, dass Geld in die Kasse gespielt wird und deswegen werden solche Shops ja auch angeboten. Das ist ja nicht nur bei Jurassic World Alive so, das ist bei vielen Free-to-Play-Games so. Bei Jurassic World Alive hast du wenigstens einen Vorteil davon, genauso wie bei Pokémon Go. Aber dann gibt es ja wiederum andere Spiele, wie zum Beispiel Fortnite. Wenn du dir im Fortnite-Shop irgendeinen Skin oder sowas kaufst, der ist nur rein für die Optik. Also du hast spieltechnisch nichts davon. Der Charakter sieht nur anders aus als der normale Charakter. Und es gibt sogar Leute in dem Game, die machen sich darüber lustig, wenn man nur einen normalen Charakter hat. Wenn sie natürlich vom normalen Charakter erschossen werden, dann halten sie ihre Fresse. Aber das ist was ganz anderes. Na gut, wir kommen wieder zu Jurassic World Alive zurück und ich möchte einmal auf das Arena-System nochmal eingehen, was ich ja auch anfangs erwähnt habe. Und zwar gehen wir einfach dafür mal in einen Kampf rein. Ich habe heute schon ein, zwei, drei Kämpfe gemacht. Darunter war auch ein Kampf, wo jemand alle Dinos 6 bis 7 Level über meinen Dinos hatte. Ich hatte gewonnen.
Leider, wie gesagt, hatte ich den Ton nicht an. Den Mitschnitt habe ich. Ich könnte ihn auch einblenden. Mache ich jetzt nicht, weil, wie gesagt, man hört leider nichts. Und ich finde das halt traurig. Ich habe mir nämlich den Mund fusselig geredet. Und ja, es war hinterher nichts zu spüren. Ich habe jetzt hier leider keinen großen Dino drin. Ich nehme mal den Pyroraptor. Er nimmt den Tyrannus. So, und jetzt kann ich hier zum Beispiel sehen, hier ziehe ich ihm ab bis 964. Hier ziehe ich ihm ab bis 1337. Also nehme ich den Sprungangriff. Sollte dieser Sprungangriff kritisch sein, der ist leider nicht kritisch, dann hätte ich ihn auch durchaus legen können. Jetzt gucke ich, der normale schafft es nicht, also werde ich den panzerbrechenden Stoß machen, weil damit kann ich mir auf jeden Fall sicher gehen, dass ich seinen Tyrannosaurus niederstrecke. Ihr seht das hier, er holt jetzt auch ein Pyro rein. Sein Pyro ist natürlich größer. Damit macht er mich jetzt natürlich platt, habe ich gar keine Chance. Ich habe gesehen, er hat immer noch den Sprungangriff, deswegen nehme ich meinen Stegoceratops. Den werde ich jetzt auf verlangsamenden Stoß oder verzögernden Stoß machen. Das heißt, dass ich dann gleich schneller bin und ich dann auch die Möglichkeit hätte, ihn zum Beispiel zu legen, wenn mein Move, den ich jetzt mache, wenn der ausreicht, um ihn das ganze Leben abzuziehen. Er wägt jetzt natürlich ab. Er ist sich nicht sicher, was er macht. Er lässt ihn drinnen. Sein Glück, obwohl mein Glück war jetzt, dass ich ihn betäubt habe. Und damit kann ich ihn auch legen. So, dann habe ich seinen zweiten Dino damit erlegt. Er holt jetzt den Elikosaurus rein. Der wird mich auf jeden Fall mit dem Ansturm niederstrecken, das weiß ich. Und er macht auch den Ansturm. Das war jetzt eigentlich mein Ziel. Jetzt hole ich nämlich meinen Utahraptor rein. Und da kann ich zeigen, ich kann mit dem Sprungangriff, ziehe ich ihm bis auf 238, ziehe ich ihm alles runter. Ich könnte jetzt hoffen, einen Crit zu bekommen. Ich bekomme den Crit leider nicht. So, er wird jetzt einen Ansturm machen, deswegen nehme ich einen anderen Saurier. Siehst du, er macht einen Ansturm. Das war mir von vor, das war mir klar. Ich hoffe, dass ich... Oh, er macht Kampf und Flucht, das heißt, er tauscht den Dino. Ich kann jetzt den nächsten Move ausführen. Der ist sogar kritisch, was jetzt richtig, richtig gut war. Aber ich weiß auch, dass der nächste Schritt, den er macht, mich töten könnte. Deswegen mache ich mal eben den Adrenalinrausch, damit kann ich mir Leben zufügen. Ich hoffe, dass sein Move dann nicht ausreicht, um mich zu töten. Doch, er reicht leider aus. Damit habe ich den Kampf auch schon verloren. Aber ihr habt gesehen, dass man mit der Mechanik, also dass wenn man auf diese Moves zum Beispiel drückt, dass man sehen kann, wie viel Leben man ihn in etwa abzieht. Das bezieht sich nur auf den normalen Move. Hier ist kein Crit mit drin. Also wenn es kritisch ist, der Schlag, dann zieht man ihm natürlich mehr Leben ab, das ist klar. Und so läuft das Ganze. Wir können nochmal in einen Kampf reingehen. Um euch das nochmal richtig, richtig, richtig zu zeigen. Und ja, schauen wir mal. Ich hoffe, ich kriege jetzt gute Dinos rein. Am liebsten wäre mir mein Velo. Und der ist drin. Den habe ich auf Level 17. Er kommt mit einem Spinosaurus. Ich kann jetzt hier drauf gucken. Ich ziehe ihn bis auf 369, ziehe ich ihn runter. Wenn ich einen Crit mache, dann ist er sogar tot, aber... Das ist halt immer so eine Sache, ob man Crit macht oder nicht. Jetzt tut er mich verwunden. Das heißt, ich bekomme Schaden über Zeit. Gut, der zieht mir jetzt nicht ganz so viel ab. Und ich kann euch zeigen, ich kann jetzt mit einem normalen Move ziehe ich ihm das komplette Leben runter. Dem ist auch so. Jetzt kriege ich nochmal Schaden über Zeit. Und das war's dann auch. Jetzt holt er den nächsten rein. Den ziehe ich bis auf 484 Leben runter. Im nächsten Move wird er mich dann... Oh, ich habe einen Crit gelandet, was jetzt natürlich wunderbar ist, denn ich habe ihn mit einem Schlag erledigt. Das heißt, ich habe schon zwei Dinos. Er hat noch keinen von mir erlegt. Jetzt kommt wieder ein Level 17 Dino. Da kann ich erstmal nur den normalen Move machen. Dann macht er verlangsamenden Stoß. Damit tötet er mich. Der ist Level 17.
Ich hole dann meinen Nodopathosaurus rein. Der ist zwar erst Level 13, aber ich bin auch vom Leben ziemlich hoch, so dass ich ihm auch richtig gut einen verpulen kann. Er macht verzögernden Stoß, hätte ich mir eigentlich denken können. Damit ist meine Geschwindigkeit verringert. Diesen kann ich mir aber wiederholen, denn ich habe auch diesen Move, den verzögernden Stoß bei dem Dino. Jetzt macht er den normalen Angriff. Ich mache jetzt den verzögernden Move. Der war kritisch, was richtig, richtig nice ist. Eigentlich egal, was ich jetzt mache, auch wenn ich Kurzverteidigung mache, ich hätte ihn damit legen können. Er holt natürlich einen anderen Dino rein. Ich mache jetzt die Kurzverteidigung. Das heißt, dass er mit seinem nächsten Move mir nicht so arg schaden kann. Er macht einen normalen Angriff. Ich mache einen panzerbrechenden Stoß. Einfach nur, um zu gucken, wie weit ich ihm da schaden kann. So, und jetzt wird's kritisch. Jetzt muss ich überlegen, kann er mich töten oder kann er mich nicht töten? Da ich den Schutz noch habe, denke ich mal, dass er mich nicht töten kann. Ich habe natürlich mega, mega Glück gehabt. Aber jetzt kann ich den Stegoceratops reinholen. Er macht Adrenalinrausch und Reinigung. Ich mache auf verzögernder Stoß. Das heißt, ich versetze ihm jetzt einen Stoß und bin dann wieder dran. Brauche ich nicht, denn ich kann ihn mit einem Zug erledigen. Also das ist so in etwa auch die Spielemechanik, die man im Auge behalten sollte im Arena-Kampf. Ihr habt gesehen, wenn man längere Zeit auf den Move drückt, dann sieht man, wie viel Leben man ihn in etwa abziehen kann. Und so kann man durchaus auch mit kleineren Dinos, größeren Dinos erheblich Schaden zufügen und man kann durchaus auch den Arena-Kampf gewinnen. Ihr habt es gesehen, er hat mehrere gehabt, die am Anfang im Level höher waren. Ich habe es trotzdem geschafft, ihn niederzustrecken und den Arena-Kampf zu gewinnen. Freut mich natürlich außerordentlich. In diesem Sinne war es das jetzt erstmal mit diesem Video. Ich freue mich, euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehen zu dürfen. Ihr dürft auch gerne einen Kommentar da lassen. Über ein Like würde ich mich auch freuen und ein Abo. Ihr wisst, es ist sowieso für jeden YouTuber nice. Lasst mir ein kostenloses Abo da. Das kostet euch keinen Cent. Ihr braucht einfach nur unten auf Abonnieren drücken oder im Video unten rechts auf meinen Abo-Button. Und ja, schon habt ihr mich abonniert. Ob ihr dann auch noch die Glocke aktiviert, das sei euch überlassen. Das ist, müsst ihr wissen, ob ihr dann Nachricht bekommen möchtet, wenn ich wieder ein neues Video online gestellt habe. Und ja, ich will euch jetzt auch nicht weiter voll quatschen. Lasst ein Abo da. Wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, habt euch wohl, euer Dieter. Ciao.